Charlène, Fürstin von Monaco. Geboren wurde sie 1978 als Charlene Whitstock in Simbabwe. Aufgewachsen ist sie in Südafrika. Als Profischwimmerin kam sie um die Welt, lernte Fürst Albert von Monaco kennen und verliebte sich in ihn. Doch diese Liebe wird von Beobachtern immer wieder in Frage gestellt. Charlène wirke unglücklich, heißt es oft. Doch stimmt das wirklich? Körpersprache-Expertin Silke Fritsche hat sich Aufnahmen der Fürstin aus den vergangenen 13 Jahren angesehen und erkennt zwischen ihr und ihrem Mann eine besondere Verbindung. Ja, sie wirken hier in 2010 miteinander sehr harmonisch, ein bisschen wie gute Freunde fast wirken, die auch starke gemeinsame Interessen haben. Körpersprachlich ist so die große Leidenschaft ist hier nicht zu sehen. Es ist eher eine erwachsene Liebe mit viel Verbundenheit, gemeinsamen Interessen und einem gemeinsamen Ziel. Ihr Ziel, das Leben zusammen verbringen, als Ehepaar. Schon ein Jahr später heiraten Charlène und Albert. Es ist eine pompöse Hochzeitsfeier in Monaco. Bei der Hochzeit wirkt sie ein bisschen angespannt, das ist ein bisschen aufgesetzt, das Lächeln. Aber das würde ich hier zuschreiben, eben einer unglaublichen Aufmerksamkeit. Sie ist ja nicht in einem Königshaus aufgewachsen, wo sie auch erstmal reinwachsen durfte. Mit der Heirat wird Charlène auf einmal Teil der bekannten monegassischen Adelsfamilie. Doch auch die Bilder von der am nächsten Tag folgenden kirchlichen Trauung wirken angespannt, fast schon inszeniert. Vielleicht, weil die Szene nach Drehbuch verläuft? Hier sagt er halt, hey, jetzt musst du so, und sie macht ja dann diesen Kuss. Und das hat er ihr vorher gesagt, hey, jetzt passiert hier das und das, und dann wäre das eine tolle Geste, wenn du das und das machst, und sie führt es aus. Das ist eine Regieanweisung. Und der Kuss, wie man hier sieht, ist auch eine Regieanweisung. Also das ist ja jetzt kein Kuss der Leidenschaft, sondern wie das eben bei diesen offiziellen Anlässen auch so ist. Da wird eben geküsst. Punkt. Haken dran. Da wirken diese Küsse und der Tanz von Charlène und Albert ein Jahr nach ihrer Trauung doch viel leidenschaftlicher. Das sind die zwei Gesichter dieser Frau, nämlich diese lebensfrohe Südafrikanerin, die schon auch Selbstdisziplin gelernt hat, und auf der anderen Seite die vielen Regeln am Hofe, denen sie ja auch nachkommen will, aber die ihrer Natur im Grunde genommen fremd sind. Bei ihr ist das schon, da steckt ein Stück Romantik drin. Aber bei ihm ist es, er hat sich lange ausgetobt und jetzt will ich eine Ehe haben, die auch wirklich funktioniert. Und das ist etwas, was oft so abgewertet wird. Aber wenn zu viel Romantik ist, hält eine Ehe halt ganz oft auch den Wind und die Stürme und die Krankheiten nicht aus. Im Dezember 2014 bringt Charlène die Zwillinge Gabriella und Jacques zur Welt. Bei öffentlichen Auftritten wirken Mutter und Kinder manchmal distanziert. Die Expertin erkennt dennoch eine Nähe. Ich denke, dass sie eine liebevolle Beziehung hat mit ihren Kindern, aber auch ähnlich wie die Beziehung mit Albert losging, das sind nicht so diese nach draußen gezeigten großen Gefühle. Da läuft viel ab hinter verschlossenen Türen. Große Gefühle sieht man auch immer seltener zwischen Charlène und Albert. Hat sich seit Beginn der Beziehung etwas verändert? Bei ihr spürt man im Verlauf der Ehe, dass sie sich ein bisschen anfängt verloren zu fühlen. Also dass einfach diese, was sie braucht, diese Verbindung. Sie braucht es, eine Frau, auch eine Ehefrau, die sehr viel Verbindung braucht. Und diese Verbindung scheint ihr verloren gegangen zu sein. Und da bleibt zurück so eine Traurigkeit und auch ein Rückzug. 2021 verschwindet die Fürstin auf einmal von der Bildfläche. Es heißt, sie sei wegen chronischer Erschöpfung und einer Zahnoperation in einer Schweizer Klinik, dann mit einer HNO-Erkrankung in Südafrika. Erst ein Jahr später kehrt sie, von Kameras begleitet, zurück an den monegassischen Hof. Was hier ganz interessant ist, ist, dass Albert hier sehr fürsorglich wirkt. Und ich habe bei ihm eher die Wahrnehmung, dass er vom Blick her so ein bisschen abschirmt, ja, und da so ein bisschen kritisch rumschaut. Da ist Albert sicherlich keine Ausnahme. Wird manchmal erst so ein Weckruf, hey, ich muss mich ja auch mal um die Frau kümmern, wenn sie krank war. Eine unterschätzte Liebe also? Sind die Schlagzeilen alle die Folge von falscher Interpretation? Ja, meint die Körpersprache-Expertin, die Charlène als Realistin einschätzt und in der Beziehung des Fürstenpaares eine tiefgründige Verbindung erkennt. Und ja, sie hat verstanden,
dass eine Prinzessinnengeschichte keine Prinzessinnengeschichte ist wie im Märchen. Und ja, sie hat für sich erlebt, dass sie sich vielleicht einsamer oft gefühlt hat, als sie es sich gedacht hatte. Und ja, dieser Kummer hat sich körperlich manifestiert.